Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kühlchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Video. Ich habe jetzt wirklich lange keine Videos mehr gedreht. Das hatte zum einen den Grund, dass ich wirklich ausgebrannt war und keine Lust hatte, irgendwas irgendwo zu tun. Ich habe nur noch funktioniert wie eine Maschine und ich will mich jetzt selbst wieder aufrappeln und mich wieder hinbekommen. Deswegen fange ich meine Selbsttherapie YouTube wieder an. Heute steht an, ich muss zwingend mal die Küche aufräumen. Es ist wirklich nicht viel, was gemacht werden muss, aber es muss gemacht werden. Und da muss ich mich jetzt auch zu zwingen. Wir haben es mittlerweile schon fast 11 Uhr. Ich wollte um 8 Uhr angefangen haben. Ja, und wir haben es jetzt schon fast 11. Genau. Was ich aber heute unbedingt machen möchte, meine Nägel sind extremst rausgewachsen. Ich habe die jetzt wieder, glaube ich, fast 3 Wochen drauf und ich bin immer noch ultra zufrieden mit den Manicure-Nägeln. Und die machen wir gleich auch nochmal neu. Da habe ich auch einen neuen Rabattcode. Und ich möchte euch die unbedingt ans Herz legen. Wie gesagt, ich habe die jetzt seit 3 Wochen. Die glänzen immer noch. Die sind unbeschadet. Ich habe ja auch jetzt nicht wirklich viel gemacht in den letzten 3 Wochen. Aber ich kann die euch ans Herz legen. Ihr wisst, ich habe schon mehrfach Nagelprodukte ausprobiert. Bin jetzt bei Manicure gelandet. Und ich schwöre da drauf, wirklich. Das ist super langhaltend und einfach und schnell erledigt. Und damit ich das gleich erledigen kann, muss ich erst die Küche machen. Denn ich mache das wirklich am liebsten auf der Küchenarbeitsfläche. Da kann ich gemütlich dran stehen, da habe ich gutes Licht. Also ihr dürft nicht in der direkten Sonne arbeiten, sonst härten die Gelstrips tatsächlich direkt aus. Und das wollen wir nicht beim Kleben. Ja, also wir räumen erstmal ein bisschen auf. Genau, wir fangen in der Küche an und hören in der Küche auf. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. I just wanna know why.
Willkommen in meinem kleinen persönlichen Nagelstudio mit Maniko. Und ich habe jetzt die Qual der Wahl, welche Farbe nutze ich heute in dem Minimistis, rappelt in der Kiste. Und viel braucht ihr auch nicht für Maniko. Wenn ihr das unbedingt mal ausprobieren möchtet, nutzt doch einfach unbedingt mal meinen Code Katja Maniko und da bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment und ab einem Bestellwert von mindestens 20 Euro. Alles, was ihr für die erste Anwendung braucht, findet ihr im Starter-Set. Im Starter-Set ist enthalten ein Remover-Stick, den ihr braucht, um im Anschluss die Nägel oder die Gel-Stripes wieder zu entfernen. 4 Farben plus die Option, auf jede weitere Farbe 25% Rabatt zu bekommen. Und im Starter-Set ist dann noch enthalten eine UV-Lampe. Genau. Und hier könnt ihr schnell sehen, wie ich die Entfernung vornehme. Das ist wirklich super easy. Mit dem Remover-Pen geht ihr einmal um den Nagel herum und dann könnt ihr das auch schon ganz leicht anheben. Mit dem Remover-Pad von außen nach innen arbeiten, unterm Nagel herschieben und der löst sich fast wie von selbst. Wenn ihr dann soweit seid und alle Gel-Stripes entfernt habt, dann habt ihr jetzt wirklich, müsst ihr final die Auswahl treffen, welche Farbe wird es heute werden. Und ich habe mich für diese dunkle, kräftige, richtig tolle Farbe entschieden. Und ich zeige euch jetzt schnell, was alles in dem Pack drin ist. Da sind natürlich die Gel-Stripes drin. Dann ist da ein Alkoholpad drin, um den Nagel nochmal final zu säubern. Ein Rosenholzstäbchen und eine kleine Nagelfeile. Und hier ein kleiner Tipp. Ich habe mir die Nagelgröße bei einer Anwendung notiert und aufgeschrieben. Den Zettel habe ich behalten. Jetzt weiß ich immer, auf welchen Nagel welche Größe muss und habe nicht dieses dauerhafte Gesuche, sondern weiß es auf einen Blick. Der Daumen ist zum Beispiel die 1, also weiß ich, dass ich mit der Form anfangen kann, mir den auf den Nagel zu kleben und anzupassen, abzuschneiden, zurechtzufeilen. Und das verfahre ich mit allen 10 Fingernägeln. Und schaut doch gerade einfach noch zu. Es ist wirklich super einfach. Sollte mal ein Nagel trotz der verschiedenen Größen nicht 100% passen, weil er zu klein ist, das ist kein Problem. Ihr dürft die Gel-Stripes leicht dehnen und somit nochmal zusätzlich individuell den Nagel anpassen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Das Aushärten der Gel-Stripes wird unter einer UV-Lampe gemacht. Ich trenne hier die vier Finger vom Daumen. Es ist einfach angenehmer. Und da kann ich auch sicher gehen, dass wirklich genug UV-Licht auf die Gel-Stripes gekommen ist und die damit wirklich ausgehärtet sind. Der neue UV Topcoat Ultra Glossy von Manico verleiht euren Nägeln nochmal zum Schluss ein absolut glossy Finish. Ich kann den auch nur empfehlen. Er wirklich sorgt dafür, dass Punkt 1 die Gel Stripes nicht absplittern. Punkt 2 der Glanz bis zu 3 Wochen durchgehend hält. Verfärbungen werden vermieden und auch hier ist die Anwendung super einfach. Eine dünne Schicht auf die Gel Stripes auftragen und auch diese Schicht wieder unter der UV-Lampe im Durchgang 1 Minute trocknen lassen und das Finish ist komplett und perfekt. Und wenn auch ihr Manico einmal ausprobieren möchtet, nutzt meinen Code KATJAMANICO, geht in meine Infobox, da ist ein Link hinterlegt. Folgt diesem Link, ihr kommt direkt auf die Manico Startseite, geht ein bisschen shoppen, probiert es mal aus. Ich kann es nur empfehlen, das ist die beste Nagelmethode, die ich in den letzten 2 bis 3 Jahren ausprobiert habe. Ich lieb's, ich mach's immer wieder und ihr könnt es auch probieren. Katja Manico, 10% auf alles, sogar auf reduzierte Artikel. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.